busy doing research, adventurer. I couldn't eat anything yesterday because I had so much to do. Wo ist das Ziel? Da macht es mehr Sinn, zuerst mal die Hauptquest weiterzumachen. Oder in die Richtung zumindest wieder sich ein wenig vorzubewegen. Vielen Dank für 6 Jahre. Wow. Das muss ich mir gleich mal angucken. War das ein Titel oder sowas? Geh mal ein bisschen was in Sicherheit. Und jetzt gucke ich mal in die Systemmitteilungen. In einer Minus-Minus-Form anordnet. Ist das in der Perle? Im Tresor des Schwarzgeistes? Ein Brief? Da ist es. Okay, da gibt es noch ein zweites Teil zu. Lager öffnen. Ja, ich habe hier noch ein paar Rollen. Packe ich aber jetzt erstmal nur die schwarzen Steine rein. Die brauchen wir nämlich im Moment während der Season eh nicht. Und die haben wir ja auch noch aus der Kiste bekommen. Ah, war charaktergebunden. Okay, das heißt, es gibt noch eine zweite Event. Noch ein zweites Event-Teil. Was zusammen irgendwie angeordnet werden kann. Scheint auch eine Art seltener Drop dann zu sein. So ähnlich wie die Schlüssel.
treffe den Weenie-Geist in der Weenie-Hütte. Okay. Also es gibt Looney und Weenie. Jetzt bewegen wir uns langsam in die Richtung dieser Hütte. Während ich weiter die Zutaten für die magischen Schwarzsteine sammle, and my specialty is cooking them. Mushrooms are the cooking sauce for life. Let's sprinkle mushroom powder on everything. Das hatte Luni auch schon gesagt. So, jetzt müssen wir wieder für die Questpilze hauen. Das heißt, es ist immer noch gut, dass die Season Quest parallel läuft. Huh.
wir müssen generell 100 Pilze von Pollys Wald. Dann müssen wir noch ein paar Dinge erhalten, die ich gerade nicht erhalten kann, wahrscheinlich weil mein Inventar voll ist. Geht's. Kann natürlich auch einfach nur eine Zeitquest sein, das heißt, oder eine Mengenquest. Irgendwo innerhalb von 300 von diesen Pilzen stecken dann die Teile, die wir haben wollen. Als nächstes, wie gesagt, die Season Quest da oben noch abschließen, die noch blinken, wenn wir wieder in Grana sind. Aber ich hoffe, was jetzt bald passiert. Haben wir die 500 voll. Da geben unsere Handschuhe bald einen Geist auf.
noch einen Kristall des Rüstes. Noch 4 Pilze brauchen wir. Ganz besondere Pilze. Hier diese kleinen. Noch 3. Noch einen. Warten wir mal, bis das hier in der Gegend welche spawnt sind. Da hinten sind welche. Das war's. Damit können wir wieder zurück zur Mini-Hütte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mushrooms are the cooking sauce for life. Let's sprinkle mushroom powder on everything. Doesn't it seem like you've seen me before? Holzwerkzeuge des diebischen Philum-Kobolds. Da sind einige. 5 Stück. Das war eins. Das war Nummer 2. Da ist Nummer 3. Und abgeschlossen. Wie sieht's marktmäßig aus? Können wir wieder etwas vom Inventar ausleeren. Okay, jetzt haben wir keine Markt mehr übrig. Okay, wir haben wieder 150 Schwarzsteine. Wie sieht's mit dem Season-Zugang aus? Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. So, und jetzt müssen wir die Season-Quest-Vorschläge wöchentlich stärkere Tuvalu-Ausrüstung noch machen. Gehen wir in die Vorschläge. Winter-Season. War es beim Schwarzgeist?
Season und wöchentlich. Vorschläge Season und wöchentlich. Season und wöchentlich. Gibt's hier Pilze? Pilzgericht. Nimm die Quest von Vini an, dem Geist der Vini-Hütte. Sind wir ja. Wöchentlich. Neues Pilzgericht. Das sind viele Teile und damit sollten wir dann auch mit der Season so gut wie durch sein. Wir brauchen 5000 Pilze von Pollys Wald. Das ist ordentlich. Und für die Grinding Quest werde ich dann wahrscheinlich noch eine neue Season, eine neue Aufnahme starten, denn ich sage, für diese Aufnahme soll es das mal wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye!